Mein Forschungsthema ist, wie man aus Beobachtungsdaten auf zugrunde liegende Gesetzmäßigkeiten schließt. Grundsätzlich ist das maschinelle Lernen wahrscheinlich die Schlüsseldisziplin im Studium der künstlichen Intelligenz. Wenn wir verstehen wollen, wie Intelligenz funktioniert, dann wird das Verständnis von Lernen eine wesentliche Rolle spielen. Im maschinellen Lernen haben wir so ein Spannungsverhältnis zwischen der Komplexität der Probleme, die wir analysieren müssen, und der Einfachheit der Methoden, die wir anwenden wollen. Jetzt müssen wir irgendwie diese Brücke schlagen zwischen dem Einfachen, was wir können und verstehen, und dem Komplexen, auf das wir es anwenden wollen. Und diese Brücke kann geschlagen werden durch diese sogenannten Kernmethoden. In diesem Kernträger kann man lineare, verständliche Algorithmen, analysierbare Algorithmen, auf komplexe, nicht lineare Szenarien verallgemeinern. Weniges regt ja die Fantasie, von der ich gerade schon gesprochen habe, so an wie die Vorstellung intelligenter Maschinen. Utopien und Dystopien aus dem Science-Fiction-Bereich, höchst interessierte industrielle Erwartungen, die Regeln des technisch Machbaren und die Fragestellungen ernsthafter Wissenschaft gehen da ineinander. Und an der Speerspitze der Fragestellungen seriöser Wissenschaft, dort steht Herr Scholkopf. Seine Arbeiten zur Theorie und Algorithmik von Lernverfahren sind heute Grundlagenmethoden des maschinellen Lernens. Bereits zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn erschloss Herr Scholkopf Neuland, indem er sich mit sogenannten Support Vector Machines befasste, die es ermöglichen, Eingabedaten zu klassifizieren. Support Vector Machines sind keine Maschinen im engeren Sinne, sondern ein rein mathematisches Verfahren der Mustererkennung. Das Verfahren erkennt statistische Muster in Lerndaten und kann in der Folge auch in zuvor unbekannten Daten diese Muster wiedererkennen. Mit dieser Neuerung legte Herr Scholkopf den Grundstein dafür, dass Kernmaschinen heute zu den wichtigsten Paradigmen des maschinellen Lernens gehören. Von der Mehrzahl der KI-Forscher setzt sich Herr Scholkopf allerdings schon dadurch ab, dass er immer wieder bereit ist, über das engere eigene Fach, alle Fächer sind engere eigene Fächer, über das engere eigene Fach hinaus zu gucken. Es ist kein völlig unbedeutendes Detail, dass er an der Universität Tübingen nicht nur Physik und Mathematik studiert hat, sondern auch Philosophie. Promoviert worden ist er 1997 in Informatik an der TU Berlin. Dann hat er Erfahrungen in den Bell Labs und bei Microsoft Research gesammelt und ist 2001 als Direktor an das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen gegangen, von wo er 2011 mit seiner Forschungsgruppe als Gründungsdirektor an das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme nach Tübingen wechselt. Im Gespräch mit Herrn Strattmann habe ich immer mitgekriegt, was das alles bedeutet hat, diesen Institutsumbau in Stuttgart. Den Arbeiten von Herrn Scholkopf ist es insbesondere zu verdanken, dass Algorithmen heute auf ein enormes Spektrum von Fragestellungen angewendet werden können. Mathematisch orientierte Grundlagenforschung trifft dabei immer wieder auf praktisch relevante Algorithmik, etwa im Bereich des Computersehens, der Robotik, auch der Astronomie, der Medizin, der Ökonomie. Dieser Tage entwickelt Herr Scholkopf Systeme, die nicht mehr nur statistische Korrelationen, sondern auch kausale Zusammenhänge erkennen können. Und anders als manche meinen, ist diese Differenz zwischen Korrelation und Kausalität keine ganz triviale Angelegenheit. Vor allem darf man es nicht beides miteinander verwechseln.
Die Nutzung von Kausalität in statistischen Lernverfahren stellt dabei einen weiteren, einen kaum zu überschätzenden Einblick bei der Ermöglichung maschinellen Lernens dar. Herr Schöllkopf ist der mit Abstand am meisten zitierte deutsche Informatiker. Seine Arbeiten haben weltweit ungezählte Nachwuchswissenschaftlerinnen inspiriert und viele von ihnen tragen selbst zur Weiterentwicklung des Faches bei. Er selbst verbindet bahnbrechende mathematisch-technische Beiträge mit komplexen Reflexionen. Er warnt vor den Risiken autonomer Waffensysteme. Er bezweifelt, dass Roboter die Probleme im Pflegesystem lösen können. Und persönlich darf ich sagen, ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Zweifel Recht behalten. Für Ihre außergewöhnlichen Ergebnisse, für Ihre zukunftsträchtigen Forschungen und für die komplexen Reflexionsprozesse, in die Sie sie einbinden und auf die Gesellschaft beziehen, erhalten Sie den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herr Schöllkopf.